So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Im letzten Part haben wir am Ende ein bisschen Scheiße gebaut und die netten Herren haben uns hier einen Krankenwagen vorbeigebracht. Und ja, um Geld zu verdienen, ist mir jedes Mittel recht, also werde ich halt Sanitäter, ne? Ein Sanitäter, haha. Könnt ihr euch mal verpissen? Wenn ich 14 Leute gerettet habe, dann kriege ich ja, oder 12, keine Ahnung, kriege ich ja unendlich Ausdauer. Es ist ja episch. Und das Gute ist, die Verletzten können wenigstens nicht mehr wegrennen. Alter, ihr fahrt ja auch wie die Behinderten, ne? Komm, steig ein, King Nigger. Plus 45 Sekunden. Aber diese Tüte, ne? Tüte. Geh doch mal aus. Es geht einfach nicht. Warum geht die Scheiße nicht aus? Ich kann nicht rückwärts fahren. Ich kann keine Sirene ausmachen. Bin ich überhaupt lebensfähig? Ist aber voll der Beat, ne? Kann sich hier jeder Dubstep-Heidi eine Tüte voll mitnehmen hier. Ist ja richtig cool, ne? Ist ja richtig coole Beat, Alter. Dazu tanzt man morgen der Disco. Oder auf YouTube. Je nachdem. Ob es morgen noch YouTube geben wird, ne? Ach, natürlich liegt ihr da hinten am Flughafen rum. Hättet ihr mir nicht eine SMS schreiben können? Hey, fahr nicht da lang, wir liegen alle am Flughafen. Nein. Hau doch mal ab, Mann. Ich hab doch schon die Sirene an. Was willst du noch? Aus dem Weg hier. Verpiss dich. Ob du noch nicht gestört hast. Aber noch ein Motorradfahrer. Bäm! Noch ein Toter, noch ein Toter. Ich sollte nicht so viel Scheiße bauen, ich kann den nicht reparieren. Außer mit Aspirin, aber das will ich nicht. Bleib ruhig stehen, ne? Das Geräusch geht mir jetzt schon auf den Piss, ne? Ja, schön stehen bleiben. Ich fahre hier schließlich an euch vorbei. Auf der anderen... Ich klag euch an wegen Kriegsverbrechen, ne? Sirene an, die halt nicht an. Hau doch mal ab. Da guckt man mal ganz kurz runter auf seinen... auf seinen iPodden und so, bäm, da taucht jemand auf. Weil ich hab mir erdreistet, mein Ladekabel zu verlieren. Und als ich es dann wiedergefunden hab, war es im Arsch, warum auch immer. Aber ist halt so, wenn man es nicht länger benutzt, dann geht's kaputt, ne? Das ist logisch. Anfangs dachte ich zuerst, der scheiß iPod ist im Arsch. Weil er war 3 Wochen, müsst ihr euch mal vorstellen, 3 Wochen ohne Strom. Oh. Schafft ihr das Gerät locker? Nein, er ist danach erstmal beim ersten Mal wieder in Betriebnahme Amok gelaufen. Dann war es auf einmal, was war da? Keine Ahnung, ich glaube irgendwas mit 2016 war es auf jeden Fall. Und ja, ne, so ist klar. Solange ohne Strom ist ja auch tödlich. Also, aber wie komme ich denn jetzt dahin hin? Und ja, dann habe ich mir neue Kabel bestellt bei Amazon. Ich habe mir vorsichtshalber durch 2 geholt und Gott, da habe ich echt richtig geraten, dass ich mir 2 geholt habe. Weil mit dem einen Kabel, das ist richtig geil. Das ist gleich beim ersten Mal, als ich den Scheißport wieder aufgeladen habe, als ich das rausziehen wollte, vorsichtig wohl bemerkt, ist es gleich erstmal abgebrochen da, diese am vorne, dieses, weiß ich was, Schutzdingenskirchens. Ist richtig geil und dazu kommt auch noch, dass ich mit einem Kabel kann ich nur aufladen, also kann ich keinen Datentransfer machen, das wird einfach nicht erkannt am PC. Und bei dem anderen Kabel ist es genau andersrum, da kann ich nur Datenverkehr mitmachen, das klingt jetzt ein bisschen pervers, und nicht den Akku laden, warum auch immer, ist halt so. Ist auf jeden Fall eine Qualitätsfirma, ich habe leider gerade die nicht mehr im Kopf, wie die hieß. Diese Firma, also da würde ich immer wieder bestellen. Nicht. Aber gut, was willst du eigentlich für 2,30 erwarten? Aber obwohl, na, so ein bisschen, ne? Ein bisschen Qualität. Zumindest, dass es eine Woche hält, das hätte ich mir schon irgendwo gewünscht. Aber na gut. Jetzt habe ich wieder meinen großen Timer. Vorher hatte ich ja mein Qualitäts-Samsung-Handy. Das als Stoppuhr fingierte. Was ja immer regelmäßig ausgegangen ist, weil es ja so qualitätsvoll ist. Jetzt habe ich wieder eine große Stoppuhr und jetzt kann ich wieder voll aktiv auf die Zeit achten. Wenn ich sowas wie Gedächtnis hätte, könnte ich auch einfach mir merken, wenn ich aufgenommen habe und unten an der Windows-Uhr
abschätzen, wie lange ich schon aufnehme. Pff, Gedächtnis, ich. So, ihr könnt auch ruhig mal woanders krepieren. Ne, ihr müsst nicht immer da hinten krepieren. Mir geht die Sirene auf den Sack, aber die kann ich nicht ausmachen. Ich sag's euch, ich würde sie so gerne ausmachen. Auch wenn die Leute dann wahrscheinlich mir noch mehr reinfahren werden. Ja, farm doch dahin. Warum kann man eigentlich keinen LKW-Job machen? Stimmt, das Bootshaus kann man sich auch noch kaufen, ne? Wie viel kostet denn das? Wie viel kostet denn das? Wenn ich jetzt aussteige, ist die Mission wahrscheinlich im Arsch. Na, scheiß drauf. Ich hätte eine andere Mission, tö. Hab ich nicht nötig. Zeig ich mal. 10.000. Und sie generiert Einkommen. Ne, gekauft. Die Bootswerft. Hallo. Hallo. Hi. Ich hab Durst. Hallo. There's a dude here. Hey, suit dude. I guess you're the new owner. Yeah. Was für ein Anzug. One of the boats is the fastest. It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. A fiberglass hull. She just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. Ich will hoffen. She can hold like 20 bales of best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, yo, suit dude. You got a light? Dude. Dude. Was für ein Anzug? Ich hab noch gar keinen Anzug. Bootswerf gekauft, 10.000. Halleluja. Super. Generiert zumindest ein Einkommen. Nee, weil ich muss, glaube ich, noch ein Rennen fahren oder sowas. War mir nicht so. Ich glaube auch, die Bootswerft hat Einkommen generiert. Aber ich speichere erstmal ab. Weil so eine wichtige Tat, die muss man erstmal abspeichern. Oh, es ist Tag geworden, wie nett. Das Boot ist gar nicht im Wasser, du hast mich verarscht. Du wolltest nur, dass ich reinspringe und sterbe, so sieht's doch aus. Ich habe mir damals mal, was heißt damals, bevor ich die Druckereimission gemacht habe, habe ich mir hier das Kaff geholt, das Ding. Dann hatte ich hier meine Leute rumstehen, das hat ein bisschen leicht geholfen bei dieser Mission, wo man die Druckerplatten bestellen muss. Was, du willst mir sagen, du stehst hier nur dumm rum und mit dir kann man keinen Sonderauftrag machen? Ach, du hast mich jetzt aber enttäuscht. Du hast mich enttäuscht. Ich will nichts mehr von dir wissen. Ja, was kann man denn noch machen, um Kohle zu kriegen? Ich meine, wir haben jetzt gerade eben 10.000 verschwendet. Oh, der Bus gefällt mir. Meiner. Tschüss. Ich weiß mal nicht, was ich damit anfangen soll, aber pff, ich hab einen Bus. Verpiss du dich mal bitte, das ist jetzt meiner. Hab ich ehrlich geklaut. Oh, Twisted Sister läuft sogar. Das ist richtig geil. Fast schon peinlich, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, um es zu erkennen. Aber naja, da waren noch ein paar Nebengeräusche. Über die war ich mir noch nicht im Klaren. Ja, meinst du, es interessiert mich? Ich habe einen Bus, Alter. Mit einem kleinen Popeltaxi. Wack, dam bam bam. Steigst du freiwillig aus, du nicht? Mal gucken, ob ich das in meiner Villa unterbringen kann. Ey, sieh doch, gib's doch zu, Leute, der Bus ist stylisch, ne? Richtiger Gefängnisbus hier, ne? Du sagst was gegen meinen Bus, komm her. Das ist mein Busibus. Ja, Geld, was könnte man noch machen? Pff, bim. Weiß ich jetzt gar nicht. Taxifahren ist langweilig. Bürgerwehrmission wird man sofort gefickt. Komm, geh den Laster. Bim. Da ist jemand umgebracht, du Mörder. Ja, Krankenwagen ist auch scheiße und nervig und ja, ich könnte Pizza bald machen, krieg ich mir Leben, aber hab ich eigentlich auch keine Lust zu, ganz ehrlich. I want Tobak. Pass hier bitte runter. Ach, wir haben doch einen Panzer. Wo hab ich den denn hier? Kriegt man in der Mission irgendwo einen Panzer? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der ist auch mal aus meinen geheimen geschichteten Tagen. Aber warum habe ich mir einen Panzer geschichtet, um den nicht benutzt, um Geld zu kriegen? Mysteriös. Habe ich mir einen Panzer geschichtet oder habe ich den gesammelt? Gibt es eine Möglichkeit, jetzt erstmal einen Panzer zu finden? Ich glaube nicht, oder? Oh doch, wenn man 6 Sterne hat.
Habe ich mir eingegammelt? Ich glaube ja. Um jetzt nichts irgendwie voreilig zu machen, werde ich das diese Szene noch einmal nachstellen, indem ich mir jetzt Waffen kaufen hier, Level 6 erreiche. Also Fahndungsstufe 6 erreiche und mir Panzer klaue. Dann parke ich ihn in meiner Garage. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber irgendwo sicherlich. Und dann habe ich ihn ehrlich erworben. Ist doch mal ein Deal, oder? Aber ich glaube wirklich, den habe ich mir nicht gescheatet. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich will ihn jetzt auch nicht benutzen und so. Und dass er dann denkt, oh, scheiß Cheater. Wobei eigentlich bin ich ja sowieso schon längst im Let's Play mit dem den Pakt mit dem Teufel eingetreten, ne? Von daher wäre das dann eigentlich auch noch relativ scheißegal, aber. Nö, ich gehe da kein Risiko ein. Außerdem kann man so noch mehr Parts produzieren, ne? So, bam, bam. Da kann man das LP noch ein bisschen strecken. Was ja auch so Sinn macht, aber trotzdem. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, warum man das nämlich strecken sollte. Ich meine, normalerweise müsste ich das ja dann auch so machen, 6 Sterne und dann Puncher klauen, ne? Ist nur noch ein Abdass, das hat mich jetzt echt verwundert. Ich hoffe, der Bus wird gespeichert, den mag ich. So, erstmal Waffe kaufen. Mich juckt's am Ohr, das finde ich rassistisch. Das ist richtig toll, ein dickes Headset auf dem Kopf und dann juckt's einmal am Ohr. Und dann hat man auch beide Hände voll und kann sich nicht kratzen. Oh. So, jetzt kann ich aber. Ha! Ausgetrickst. Scheiße, doch nicht. Wie war, okay, Uzi. So, genug Uzi. Oh Gott, ist die teuer. Bisschen Präzisionsgewehr und eine kugelsichere Weste. Vielen Dank, der Herr. So, damit gehe ich jetzt erst meinen Laden überfallen. Hallo. Willst du mich verarschen? Ich hab dich... Moch, leg mich doch. Das... Warum? Du stinkst. Ach, du gibst mir trotzdem Geld. Finde ich mal nett. Er gibt mir immer Geld hier, ne? Deine Brille ist kaputt. Ich würde mir eine neue kaufen an deiner Stelle. Soll ich sie dir durchschießen? Genau zwischen die Nase. Pass mal auf. Bäm! Blödes Arschloch. Was willst du denn jetzt? Ja, sag mal, triffst du mal. Ja, quatsch mal weiter, Alter. Ich will einen Panzer. Ich will eine Panzer und $1 Million in bar. Nicht markierten Schein. Das sagt man doch, oder? Gott, wie die Alte stresst, ne? Also ganz im Ernst. Ich hab mal auf den Bildschirm gespuckt. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Möchten Sie was kaufen? Möchten Sie was kaufen? Möchten Sie was kaufen? Weiß ich nicht, soll ich was kaufen? Ich glaube nicht. Okay. Dann verlassen Sie bitte meinen Laden. Er wollte nichts kaufen, Pech gehabt. Hi. Lern mal zielen. Gott, wie die Alte stresst, ne? Hi, wo kommt ihr denn alle her? Steht ihr öfter da so dumm in der Gegend rum? Junge, mach mal keinen Stress, Alter. Und die diskutieren da unten weiter. Ach, Amoklauf. Was interessiert mich denn ein Amoklauf? Und die labern immer noch weiter. Alter. Frauen, ne? Wenn es um Schuhe geht, kennen sie nichts. Komm, Krab hier. Was willst du? Was willst du tun? Oh, jetzt werde ich hier. Achso, du. Gib mal hier dein Geld, ne, du Arschloch. Funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Ja, schieß. Ich werde gleich sowas von Probleme kriegen, wenn ich rausgehe, ne? Wo kommt ihr denn alle her? Habt ihr euch schnell vermehrt oder was? Sowas macht man nicht. Das ist eklig. Das will ich mir bei euch Hackfrechen gar nicht. Hackfrechen? Bei euch Hackfrechen will ich mir doch gar nicht vorstellen. Ja. Komm, 6 Wanted. Gib mir 6 Wanted. Du Schlampe. Was läuft hier einfach so weiter? Seid ihr schwul? Kann man da noch rein, ja. Ich will da rein. Peng. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Alter, ihr solltet aufhören, euch zu vermehren, mal im Ernst. Was macht man nicht? Ja, gestern um 5. Oh, 6 Wanted, geil.
Jetzt muss ich nur schnell an die andere, an die, zum anderen Ausgang rennen. Oh ja, fick dich. Weil da gibt's dann nochmal HP und dann, ne? Oh ne, hier kann ich auch was essen. Hey, 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 gib mir was zu essen, ne? Dankeschön. Ich lauf zwar gerade amok, aber danke. Oh, halt doch mal die Fresse, Mann im Ernst, Schlampe. Ja, gestern um 5 hat deine Mutter gefurzt. Ich hab's live gesehen und hab's auf YouTube hochgeladen. So, wo ist die Army? Aua, aua, ey. So haben wir das nicht, so haben wir nicht gewettet. Das macht man nicht. Scheiße, da komme ich nicht weg, ne? Ah, nein. Jetzt wäre unendlich sprinten schon ganz geil. Ja, was soll ich denn mit so einem Army-Laster? Ich will einen Panzer. Ja, ich will einen Panzer. Das Ding ist, wenn ich jetzt in ein Auto einsteige und ein Panzer kommt, habe ich die Arschkarte. Ja, ja, komm, Stress nicht. Ach ja, dance dir doch einen ab, Mann. Die Schlampe nervt, kann man sich abstellen. Panzer, ich sehe sie. Ich begrüße sie, würde ich sagen, aber dann kam, ich sehe sie. Dann kam eine Mischung aus Panzer, ich sehe sie und Panzer will haben. Kann ich jetzt einfach so umhauen, zwei Panzer. Oh geil, wenn ich sie jetzt kriege, dann dürfen die mich gar nicht mehr angreifen. Na, voll ausgetrickst. Nein, 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 du Hurensohn! Oh Mann, toll. 5 Minuten umsonst. Legt mich am Arsch. Gut, ich mache einen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss. Schnief, schnief.